Hey und willkommen zurück zu Game Dev Tycoon. In der letzten Folge haben wir ja nicht so die Knüller geschaffen, aber vielleicht heute auf den TS. Wer weiß. Ich glaube, wir werden einen Auftrag annehmen müssen. Nachrichten. Heute wurde die neue Plattform Test von Nintendo veröffentlicht. Ja, wird uns das ein bisschen Einkommen bringen? Ah, ein bisschen. Das war kein Knüller. Verlust. Profit, Verlust. Das ist noch nicht das, was ich mir erhofft habe, liebe Freunde. Das ist noch nicht das eigene Engine. Komm, wir entwickeln jetzt eine eigene Engine. Insofern, wir sind im Jahr 2 und wir haben noch nicht wirklich was geschafft. Du hast eine eigene Spielengine erfolgreich erforscht. Neue Forschung verfügbar, Spieltutorials, Modus-Sound. Eigene Engine erstellen. Wir nennen sie Mongoli One. Nee, Unreal Mongo One. Weil das ist viel zu teuer. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Nee, das können wir uns noch nicht leisten. Wir brauchen ein Spiel, was die Leute. Oh mein Gott. Ein Spiel, was man nicht so schnell vergisst. Super. Nein. Resident. Mongo. Thema. Wir versuchen es nochmal mit einem Horrorspiel. Vielleicht wird's ja was. Vielleicht wird's ja was. PC. 2D-Grafik. Komm schon. Komm schon. Gameplay ist wichtig. Ja, 68.000 verdienen. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Dialog. Level Design. Künstliche Intelligenz muss hoch. Level Design. Dialog. Ja. Das muss jetzt ein absoluter Knüller werden, dieses Spiel. Sound. Auf jeden Fall. Spielwelt. Komm. Es gibt mir den Knirr, den ich erwarte. Design neu. Okay. Komm. Jetzt in den Bewertungen muss einfach was Gutes stehen. Könnte besser sein. Okay, kann ich nicht leben. Schon wieder ein Mittelspiel, das ist ja wohl nicht wahr. Auch teilweise. Wir kriegen nur Mittelspiele hin. Wir kriegen nur Mittelspiele hin. Woran liegt das? Woran liegt das? Schwierig. Wir schauen uns das jetzt mal langsam an. Aber erstmal entforschen wir ein neues Thema. Ninja. Hört sich gut an, meiner Meinung nach. Und damit habe ich Ninja erforscht. Und noch ein neues Thema bitte. Weltraum. Weltraum hört sich ganz nett an.
Okay. Oh, jetzt habe ich das ganz vergessen vorzulesen. Entschuldigt bitte. Er könnte natürlich ein bisschen Pause drücken. Forschung Melle, du hast erfolgreich ein neues Thema erforscht: Weltraum. 64.000 Umsatz. Das ist nicht viel. Okay, vielleicht stehen sie auf Weltraum. Wir nennen es Killer Omas Out of Space. Genre: Action. Plattform: PC. Okay. Gameplay muss hoch. Story kann erniedrig. Engine. So. Okay. Dialoge gibt's nicht viele. Level Design dafür höher, genauso wie die künstliche Intelligenz. Okay. Grafik ist hier natürlich auch wichtig. Sound kann etwas runter. Komm, jetzt bitte, bitte gib mir einen Knüller. Bugs noch beheben. Hat gute Erfahrungen auf jeden Fall gegeben. Komm schon. Die Bewertungen sind da. Ja. Ja. Ah, Gaming hat eh was gegen mich anscheinend. Schon besser. Schon besser. Jetzt lasse ich mich erstmal mit dem Geld berieseln, bitte. Danke. Alle Studien weisen darauf hin, dass sich aufgrund der zunehmenden Angebote an Spielekonsolen auch ein Markt für spezialisierte Spiele entwickelt wird. Einige Spielkonsolen werden bei jüngeren Spielen immer beliebter, während andere auf älteren Zielgruppen ausgerichtet sind. Okay. Da im Moment Entwickler auf den Markt drängen, erwarten wir, dass Entwickler in Zukunft zielgruppenspezifizierte Spiele anbieten werden, um wirklich erfolgreich zu sein. Zielgruppe. Da kommt das Geld, meine Freunde. Killer Omas Outer Space hat über 10.000 verkaufte Stücke einen neuen Firmenrekord aufgestellt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Mongolia. Spezial gefertigte Spiele zu entwickeln. Es wird dein Spiel um einiges verbessern. Du kannst mit dem Aktionsmenü dann eine. Das werden wir jetzt gleich machen. Wir werden eine Engine erstellen. Entschuldigung, bitte. Da kam es gerade über mich. So. So. 30.000. Engine. Unreal Mongo 1. Speicher, lineare Erzählung, 2D. Ja, es ist so ein bisschen teuer. Was soll das denn? Nach dem massiven Erfolg des Testkonsole gehen Gerüchte um, dass auch Wien, ein anderes japanisches Unternehmen, eine eigene Heimkonsole auf den Markt zu bringen plant. Dein neues Spielengine Unreal Mongo 1 ist jetzt fertig. Das freut mich. Neues Spiel entwickeln. Moment. Nein, noch nicht ganz.
aber du willst nicht wirklich. Nehmen wir Gesetz. Hundertsechsundsiebzigtausend hat mir das gute Spiel gebracht. Das ist gut. Sehr gut sogar. Heute hat Wiener die jüngsten Gerüchte über eine neue Konsole bestätigt und die Master V angekündigt. Das Unternehmen behauptet, dass die Master V der sehr erfolgreichste Test von Nintendo technisch überlegen sei und plant die Markteinführung der Konsole in den kommenden Monaten. Gesetz. Sehr schön. Evolution. Ah, da habe ich ja. Nee, das wird wohl nichts. Okay. Spieltutorials. Unsensi-Gruppe. Okay. Okay. Spielen wir. Entwickeln wir ein Spiel. Thema. Das war ganz gut. Shit, man. Nee, das geht nicht. Wir haben noch kein Rollenspiel. Noch kein Rollenspiel freigeschaltet. Das ist natürlich schlecht. Anscheinend stehen Leute auf Weltraum und Space. Space in. In. Mars Invader. Ja. Weltraum. Strategie. Der PC. Unreal Mongo. Da muss man auch mal ein bisschen mehr investieren in dieses Spiel, ja? Muss man einfach mal sagen. Oh Gott. Okay. So würde ich das lassen. Dialog. Etwas niedriger, Level Design etwas höher. Spielwelt, Grafik, Sound, Grafik, etwas höher, Sound, etwas höher. Es gibt mir einen Knüller, bitte. Das ist 4 EP. So, haben wir die Bugs noch raus. Und jetzt, komm, gebt mir einen Knaller. Die Bewertungen sind da. Hat es tagelang gespielt. Das freut mich. Sehr unterhaltsam. Das freut mich. Sehr gut. Ich liebe es. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das heißt, wieder Geld in die Kasse. Na los. Verkaufe dich, mein gutes Stück. Nein, noch nicht. Jetzt können wir ein bisschen forschen. Unsere Marktanalyse zufolge ist das vor kurzem veröffentlichte Spiel maßgeblich über eine Raschelfälle bei den Spielern. Der Entwickler Mongolia ist ziemlich neu in der Spielbranche, trotzdem erwarten wir gespannt, was als nächstes entwickelt wird. Ich glaube, wir bleiben erstmal. Branchenneuheit. Die vor kurzem veröffentlichte Konsole Master V von Wiener hat den Markt weltweit in Bewegung gebracht. Branchenexperten meinen, dass die Konsole in Nordamerika nicht sehr gut vermarktet wird, in anderen Teilen der Welt jedoch sehr erfolgreich sein wird. Zielgruppe. Sehr schön. Neues Spiel. Alle. Wir bleiben erstmal bei
Weltraum. Ja. Das spielen wir aber dieses Mal. Humans Strike. Strike Back. Und dieses Mal natürlich in Unreal Mongo 1. Und auf den Tess. Ja. Brauchen wir nicht unbedingt gespeicherte Spielstände? Hier muss die Story ein bisschen höher. Wenn ich mir damit jetzt nicht selbst ins Bein geschossen habe. Ja, ich hoffe nicht. Dialoge, künstliche Intelligenz. Nein, das bleibt mal so. Und da bleibt man auch so. Masse Wälder 209.000. Ja, das finde ich gut. Nein! Nein! Jetzt habe ich Bugs drin. Das ist nicht gut. Aber wir veröffentlichen das. Oh, ist ja alles Geld. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld. Sie haben. Ja, minus 6. Durch den Bike, ne? Ja. Fehlt die Erwartung nicht ganz, okay. Weltraum Action. Sehr konsequent. Zeigt Potenzial. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ah, ich hätte die Bugs nicht reinmachen dürfen. Das hätte schlimmer werden können. Wurde es aber nicht. Wurde es aber leider nicht. Aber vielleicht kriegen wir ja in der nächsten Folge einen Knaller. Und damit verabschiede ich mich wieder für heute. Für heute Abend, für mittags oder morgens. Je nachdem, wann ihr auch dieses Video schaut. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns wieder. Morgen. Ciao.